Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dead Space 2. Letztes Mal hatten wir diese wunderschöne, Zielübung, kann man es glatt nennen, weil es so ultimativ scheiße schwer war. Hallo. Oh, jetzt verreck ich ja den oder was? Ne. So. Und jetzt geht's weiter, Runde 2. Eine Etage tiefer, wird hoffentlich nicht schwerer, weil ich nicht wirklich viel Munition habe. Ich habe so scheiße wenig Munition. Ihr habt euch doch nichts getan. Hallo? Kann ich das hier aufnehmen? Hä? Was ist mit euch, Phase? So. Mann. Immer diese Rotzpenner von hinten in Scheiße. Ich weiß doch nicht, ob was ich mich zuerst konzentrieren soll. Ich hatte erst den Spucker anschießen sollen, sodass er am Taumeln ist, dann mit Stase, dann umdrehen. Hallo? Ich kann mich nicht bewegen. Und dann never. Weißt du was? Wieso ist denn das so? Ich hab doch extra gespeichert. Sag jetzt nicht, ich muss jedes Mal diese Scheiße neu machen. Alter, dann krieg ich ja richtig Pickel. So, vor allen Dingen, das ist das, Dings, wie heißt es? Hauptmenü? 22.09. ist, Montag. Ich weiß nicht, ob ich heute noch die erste Folge von den dreien rausbekomme. Aber ich hoffe es. Ist ja schon schließlich spät, 19.41. Die Leiche kommt auch einfach aus dem Himmel gefallen. Oh nein, ich muss mich hier wirklich durchkämpfen. Das ist doch nicht euer Ernst. Also, dass man das nicht mal mit dem Speichern... Dann habe ich doch auch glatt meine Munition jetzt verschossen. Ja, das ist doch ein totaler Schwachsinn. Was ist denn das für ein Scheiß? Ich könnte Pickel bekommen. Nope. Geht nicht. Was sind das für ein Bullshit? Ich habe das gemacht, damit ich danach speichern kann, um es nicht nochmal zu machen. Nein, ich muss es nochmal machen und mit weniger Munition. Das ist ja pure Verarsche. Pure Verarsche. Jo. Das wird richtig scheiße lange dauern. Also ich probiere es jetzt noch einmal. Jetzt so praktisch im Durchlaufen, wenn nicht, dann skippe ich immer entweder die, also auf jeden Fall die erste Etage. Und dann, wenn ich das zweite Mal geschafft sein sollte und danach kommt wieder was, was ich irgendwie nicht schaffe, dann werde ich auch die skippen. Also offline beziehungsweise nicht euch zeigen. Weil euch jetzt hier 3 Jahre lang zu nerven, habe ich jetzt keinen Bock. Mach mal deinen eigenen Scheiß. Ihr macht mal euren Scheiß. Mann, es hat nicht so geklappt, wie es klappen sollte. Ich wollte ja eigentlich alle in eine Reihe locken und dann mit diesem Bombenviech kaputt machen. Nee, anstatt habe ich alle Munition von dem Scheißteil zerschossen. Nein! Das kann ich jetzt nicht gebrauchen, ich bin tot. Mann, Alter.
Warum muss es denn so ekelhaft scheiße sein? Also was ich... Der Schwierigkeitsgrad geht ja. Also man kann ihn schaffen. Aber das so beschissen zu gestalten, dass man dazwischen selbst das Speichern nicht hilft, um dem beim zweiten Mal irgendwie aus dem Weg zu gehen, das ist schon ein bisschen heftig. Nix da. Du kriegst keine Munition von mir in den Arsch geblasen. Mann, Alter. Oh, daneben, wow. Bäh! Munition, sehr schön. Steig sofort gesehen. Da war auch noch was. Ja, oh, Geld brauche ich nicht. Ich habe auch kein Medikit mehr. Ist das dreckig? Ich könnte Pickel bekommen. Seit wann kommt denn von hinten einer? War das vorher auch immer so? Habe ich ja nie gecheckt, wenn das so wäre. Wow, Kohlen. Ich brauche keine Kohle. Ist das scheiße? Ich kenne nur Wein, ey. Ja, Mann. Jo, kann ich auch nicht nehmen. Das werde ich gleich mal in Sicherheit bringen. Wo muss ich denn hin? Ich muss echt da unten hin und mich da unten auch nochmal prügeln. Mann. Ey, nur am Flenden, heute ist schlimm. Ja. Der taucht direkt in meiner Fresse auf. Was soll ich denn da machen? Oh, shit. Jo. So. Muss ich gleich mal an mein Handy gehen. Mir nehme ich die Zeit aufschreiben. Und wir sehen uns gleich dann auf der zweiten Etage wieder. So. Na, 3, 2, 1. So, da sind wir wieder. Ich bin jetzt oben einfach nur durchgerannt. Muss mich hier unten noch mit ein paar kloppen. Diesmal ein paar mehr sogar. Ja, und ich hoffe, die bleiben jetzt einfach mal da oben. Ist mir jetzt so, ja, ich werde jetzt da immer durchrennen. Ja, jetzt kein Bock da immer wieder diese Scheibe zu spielen. Ah, den Loot krieg ich ja sowieso nicht. Das ist meins. Ja, wieder so eine... Gut. 8 Minuten, ich muss mitmerken. So. Jetzt werde ich diesmal eben Check nehmen. Ach, ich muss erstmal die Kiddies wegschießen. Scheiße, war wenn so eine Tür mit in deine Fresse kommt, du fetter kleiner Opfer. Oh, oh Scheiße, Tür geht zu. Nein. Scheiße, ist wie. Ja, war doch ein bisschen mehr.
Und nicht gedacht, dass die Tür nochmal aufgeht. Puh, so, so schnell kann man da durchgehen. Hahaha, ha, ha. Hättest du mal das vorher gewusst, dann hätte ich nie so viel Munition davor verlassen. So. Aber so sieht ja die Munition wenigstens halbwegs gut aus und... Ja. Das Potenzial, gerade mich da durchzuschießen, habe ich echt nicht. Mann! Schelle. Ach, der da unten. Nein. Mann, das gibt's doch nicht. Ah, gut. Wahrscheinlich werde ich so wieder irgendwie Versteller darstellen und sieht da alle total scheiße aus. Ah, Leichenfall vom Müll. Das ist top. Das gefällt mir. Das mag man. Das mag ich. Totale Scheiße gemacht. Mhm. 3, 2, 1. Kommen aber auch jetzt diesmal die Elite-Viecher durch. Ist okay. Läuft, würde ich sagen. So. Die sind wir schon mal alle los. Und jetzt geht's weiter. So, es kommen nur diese Elite-Viecher, wa? Von da kam eins, da kommt dieses Explosionsvieh und da kommt normales. Was nehme ich denn da am besten? Dieses Explosionsvieh muss ich zuerst loswerden. Von wo? Kann ich einfach hier nicht auch durchrennen? Das wäre ziemlich genial. Ein gehender Anruf? Warum das? 19:43 Uhr? Yo, ich muss mal kurz ran gehen. So, weiter geht's. Ja. Arbeit hat angerufen. War wichtig, muss ich jetzt rangehen. So. Ach Mensch. Die müssen hier aber auch auftrumpfen ohne Ende. So. Ah, jetzt. Aber hier unten können wir den Kampf leider nicht skippen. Scheiße, bei wie vielen Minuten bin ich jetzt? 7, 12, noch 4 oder 5 Minuten. Ah. Weil da vorne muss ich was kurz schließen. Das habe ich schon von oben gesehen, da. Und das kriege ich wohl kaum hin, indem ich hier einfach nur durchrenne. Audiolog gefunden. Kenner Phelps, Forschungslog 43549.
Zu Beginn der gestrigen Nacht hatte ich wieder einen Blackout. Als ich heute Morgen aufwachte, starrte ich auf eine winzige, aber vollständige Version des Markers in einem der Kristallschichtbecken. Ich höre ihn noch immer in meinem Kopf wie ein nachhallendes Lied. Ich weiß, dass die Demenz immer wirken, aber das hier ist etwas ganz anderes. Irgendwas ist ganz schrecklich schiefgelaufen. Soll ich es mal probieren mit Durchrennen? Vielleicht klappt's. Probieren geht über Studieren. Obwohl, das ist ein Riesenvieh. Eisen! Wir müssen erstmal eine richtige Waffe nehmen. Und dann Feuer. Einfach nur verrecken, weißt du? Leichter als gedacht. Ich hab gedacht, jetzt wird die wieder 500.000 mal gefailt und sterben und Co. Aber, okay. Einfach mit der Energiekanone direkt ins Gesicht ziehen und... Das mag keiner, würde ich mal sagen. Oh, da haben wir es gefunden. Wo ist es? Da oben. So, Mensch. Krass. Hätte nicht gedacht, dass ich jetzt hier zumindest hier unten nochmal so easy durchkomme. Easy. Wo befinden wir uns hier jetzt? Dann geht jemand Wache. Streife auch genannt. Aber egal. Sieht aber irgendwie... Keine Ahnung. Komik sieht's aus. noch mehr Gänge. Frage mich, wo wir jetzt hinmarschieren. Achso, ja klar, zum Marker hat sie ja gesagt. Der Marker ruft uns. Und wenn wir da sind, wissen wir, was zu tun ist. Da ist ein Shop, das ist sehr schön. Hier ist eine Bench. Und eine Speicherstation. Sehr, sehr schön. Ein Textlog. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Jo. So viel konnte sogar ich lesen in der kurzen Zeit. 40.000. Nice. Nice. Bisschen Munition mit dem auch, ich mal sagen. Das muss richtig scheppern, wenn wir den nächsten Mal auftauchen. Da hat dann keiner was zu lachen. Hatten wir jetzt noch... ja. Wir haben ja selber noch ziemlich viel dabei. Fast 200 Schuss, Sucherprojektile, wow, wie sinnvoll. Detonatorminen waren jetzt auch nicht so, der Burner. Aber Munition geht noch, wa? Da geht noch was. So, und dann können wir sogar noch... 9000 reichen ja. Da kann man auf jeden Fall dann noch was kaufen. Sollte etwas nötig werden. Audiolog. Kenner Phelps, Forschungslog 43553. Wir sind Marionetten eines außerirdischen Einflusses. Wir haben die Kontrolle über dieses Projekt verloren. Hey, Felix, verstanden. Wenn wir sie je hatten. Selbst unsere Rationalisierungen für diese ganze Sache sind eine Illusion, die uns von den Kräften hinter dem ursprünglichen Marker, dem schwarzen Marker, eingepflanzt wurden. Wir wissen nicht, wie man dieses Ding erschafft. Es sorgt dafür, dass wir es erschaffen. Und es versucht auszubrechen. Ich stehe unter Sicherheitsbewachung, seit ich mit einem Vorschlaghammer auf den Minimarker losging, den ich letzte Woche gebaut habe. Wir müssen alles zerstören, was wir hier erschaffen haben. Die Leute auf Aegis 7 hatten recht. Das hier geht weit über unser Wissen oder unsere Kontrolle hinaus. Ich muss gehen. Mein Supervisor flüstert dem Sicherheitsmann etwas zu. Vielleicht ein wenig paranoid, aber auf jeden Fall hat er recht. Das kann man überhaupt nicht abstreiten. Kapazität, ja, 16 bin ich eigentlich zufrieden. Da brauchen wir dann nicht mehr so viel machen. Der Schaden, ja. Die
zwei Punkte sind mir die Dings dann auch nicht wert. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, komm. Wir brauchen mehr Leben. Vielleicht halten wir dann mal wenigstens einen Schlag mehr aus. Ah, scheiße, ich kann es nicht zurücknehmen, wa? Sonst würde ich, was in Chinese stecken. Chinese sei schon in, Stase. Dann haben wir vielleicht noch einen Punkt mehr zum Verschießen. Ich glaube, gerade jetzt am Ende wäre es uns schon, zugute gekommen. Aber ich würde sagen, das und viel mehr sehen wir dann in der nächsten Folge von Dead Space. Also haut raus, bis dann. Tschüss.